Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute den Star Wars X-Wing Starfighter zeigen aus dem Hause Bandai. Erschienen ist dieser Bausatz, ich meine 2015, das erste Mal in Japan. Und wird jetzt seit 2019 über Revell in Europa vertrieben und man erhält ihn jetzt bei Revell im hauseigenen Shop und natürlich auch in diversen anderen Online-Shops, wo man halt Plastikmodelle kaufen kann. Früher musste man sich diese Bausätze halt über Umwege direkt in Japan bestellen. Also direkt in einem japanischen Shop oder meinetwegen auch Amazon Japan zum Beispiel. Und hatte dann dementsprechend auch eine relativ lange Lieferzeit. Ist jetzt passé. Jetzt haben wir den hier im Shop. Kostet bei Revell, so wie er jetzt hier liegt, 29,99. Ja, und wir wollen uns mal angucken, was diese Box so hergibt. Wir haben jetzt hier auf der Box erstmal ein schönes Boxart von Red 5, den X-Wing von Luke Skywalker. Wir haben den Hinweis, dass es sich um einen 1:72 Plastic Model Kit handelt, einen X-Wing Starfighter. Und hier in Japanisch und von Bandai. Auf der Seite haben wir schön Hinweise zum Modell. Hier für, Bilder aus dem Film. Das gebaute Modell an sich. Den Hinweis, dass man hier Sticker oder Wasserschiebedecals hat. Und ein paar Möglichkeiten, die das Modell sonst noch so hergibt. Nochmal Informationen zum Modell. Nochmal eine Seitenansicht vom Modell und hier mit dem mit der Base, die dabei ist. Sicherheitshinweis. Ja, so kommt die Box daher, wenn ihr sie bestellt. Und wir haben hier einen schönen Top-Opener, also keinen Schutzkarton. Und wenn wir ihn aufmachen, haben wir eine kleine Box prall gefüllt. Und ja, wir machen jetzt hier einen kleinen Schnitt und dann gucken wir uns die Teile mal separat an. So, fangen wir mal mit dem ersten Gießast an und der hat auch schon gleich eine Besonderheit. Und zwar haben sie hier mehrfarbigen Kunststoff in die Form eingedrückt. Und zwar normalen grauen, roten, transparenten und rot-transparenten Kunststoff. Wir gehen jetzt mal ein kleines bisschen weiter ran, dann sieht man das ein bisschen besser. Ja. Hier ist der eigentliche Rumpf vom X-Wing und wir sehen, er hat wunderschöne Details und die Oberflächenstruktur, die ist sehr schön wiedergegeben. Hier sieht man das noch viel genauer. Warte. Das ist die Oberseite vom Rumpf, sag ich mal. Hier quasi hinter dem Cockpit, wo die R2-Einheit sitzt und dementsprechend viele technische Gerätschaften, das ist ja alles Science Fiction, vor allen Dingen deshalb kann man nicht sagen, was das hier für ein Hyperraum-Flux-Modifikator ist, whatever. Und ja, hier sehr schön finde ich die beiden Proton-Torpedos, die halt transparent dargestellt sind, die man ja quasi so als Abwurf zeigen oder aufbauen kann. Aber das werde ich dann auch gleich nochmal zeigen. Die Klarteile, die Cockpit-Kanzel vorne, hinten und hier ein Ständerwerk. Ich denke, das wird der Halter für die Proton-Torpedos sein. Hier sind auch sehr, sehr schön klar. Ein klares Klarteil, das ist schon mal immer von Vorteil. Aber guck mal, also wir sehen hier durch keinerlei Verzerrung, durch irgendwie einen Fischaugeneffekt. Also das sieht gut aus. Und was ganz wichtig ist, wir haben jetzt hier an den Bauteilen selber. Es ist keinerlei Flash dran. Es sind minimale Angusspunkte. Es sind keine Auswerfermarken von außen da, wo sie nicht sein sollen. Wir haben sie nur auf der Innenseite, wenn überhaupt. So viel dazu. Jetzt wird es ein bisschen filigraner. Wir haben hier einen mit den Laserkanonen, den Triebwerken und Fahrgestell und noch ein paar Klappen. So, wenn man sich jetzt hier die Triebwerke anguckt. Also das ist für Spritzguss, ist das schon echt toll. Also wir haben keinerlei Formtrennaht hier an die Triebwerke dran. Wir haben drei Angusspunkte. Und das sieht echt spitze aus. Also da kann man sich nicht satt genug dran sehen. Auch hier, wenn ich die eingefangen kriege. Guckt euch die R2-Einheit an.
wie detailliert die doch ist. Da, also das ist schon nicht schlecht. Den gleichen Gießast haben wir hier noch ein weiteres Mal. Auch mit der S2-Einheit. Aber sie wurde halt doppelt abgegossen. Warum soll man den Kopf denn da wegnehmen? So, hier haben wir etwas, was auch sehr schön ist. Und zwar einen Rahmen für die Cockpit-Kanzel. Die kann man dann vorweg lackieren. Und das Klarglas einsetzen, so spart man sich lästiges Maskieren. So, dann haben wir auch schon den letzten großen Gießast. Und zwar haben wir die X-Flügel als solches, das Innenleben mit der Cockpit-Sektion, die Nase, und wir haben hier einen Piloten, der auch sehr, sehr gut aussieht. So, hier sieht man das, also sieht sehr, sehr spitze aus. Und wenn man hier mal umdreht, haben wir hier eine Silhouette eines Piloten, die man daneben stellen könnte. Ich weiß es noch nicht, vielleicht werden wir gleich schlüssig in der Anleitung, was es mit dieser Figur auf sich hat. Ja, das ist der letzte große Gießast mit den Tragflächen. Auch wieder sehr schön gegossen, Kleinstteile wunderbar. Wir haben hier sogar die Möglichkeit, einen anderen Astromech-Druiden reinzusetzen. Für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Rot 5 bauen möchte, sondern whatever, Rot 3, Rot 2 oder was ganz anderes, haben wir hier die Möglichkeit, noch einen anderen Astromech einzusetzen. So, was ich persönlich sehr schön finde, wir haben hier eine kleine Base dabei. Und zwar soll das die Todessternoberfläche darstellen, beziehungsweise den Graben. Und hier ist die besagte Ventilationsöffnung aus Episode 4. Wir kennen es, also die den Film gesehen haben. Hier schmeißt Luke Skywalker auch seine Proton-Torpedos rein und bringt letztendlich den Todesstern zur Detonation. Ja, hier können wir dann dieses kleine Glaselement vorsetzen, wo dann diese transparenten beiden Proton-Torpedos drin verschwinden. Und hier haben wir dann eine Base, wo wir den X-Wing draufsetzen. Gefällt mir sehr gut. Gibt einen viele Optionen, wo man, wie man dieses Modell dann positionieren möchte. Also halt gelandet als Hangar-Szene oder einfach nur so als Display oder halt im Flug als Action-Szene mit dem Todesstern-Hintergrund oder mit der Todesstern-Base. Dann gibt Bandai natürlich auch Decals dabei. Aber das Besondere ist, wir haben einmal die Decals als Nachschiebedeckel, wie wir sie kennen. Das ist diese Version hier. Ne, schneidet man aus ins Wasser und dann hat man seinen Print aufs Modell, wie man es kennt. Also das ist nichts Besonderes, keine Hexerei. Sie fühlen sich sehr flach, also nicht so nicht strukturiert an, sagen wir es mal so. Sprich, das wird dann der Einsatz von Weichmacher ein bisschen minimieren. Und fein sauberlich gedruckt. Wir haben nicht viel Trägerfilm an den einzelnen Teilen dran. So mag man das. Dann haben wir hier noch die Option, nicht mit Decals zu arbeiten, sondern mit eigentlichen Aufklebern. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich traue mich da so jetzt noch nicht ran, sowas aufzukleben. Aber wir haben bei diesem Modell die Möglichkeit, dadurch, dass er schon vorlackiert ist, die Teile, dass man ihn zusammensteckt, ohne zu kleben und theoretisch auch hinstellt, ohne zu bemalen. Und dann kam diese zum Einsatz. Weil sollte man schon Modellbauerfahrung haben. Hier reicht vielleicht Spielzeugerfahrung. Ich weiß es nicht, warum, weshalb, wieso, was man sich dabei gedacht hat, diese Aufkleber dabei zu fügen. Kann ich nicht sagen, aber sie sind auf jeden Fall drin und gut ist. Gucken wir uns jetzt nochmal die Anleitung an. Das Ganze ist ein bisschen tricky, aber nur in einer Hinsicht tricky, weil die Anleitung selber
ist hauptsächlich in Japanisch gehalten. Und auch die Angaben zu den Farben. Das sieht jetzt hier. Wir haben jetzt hier ein Color Guide, wo man sehen kann. Gray Body White 90%, Light Gull Gray 10% plus Small Black Dose, ja. Kann man so nichts mit anfangen. Aber ich packe euch gleich einen Link in die Beschreibung. Ich habe eine Seite gefunden, die diese Anleitung ins Englische übersetzt. Und wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte damit dann ja kein Problem haben. Also bezüglich des Farbguides. Hier in der Anleitung, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, dann fangen wir hier mal bei Rauschritt 1 noch an. Die ist ein bisschen eigenartig gefaltet. Hier geht es dann schon los. Bauschritt 1. Es ist sehr schön visualisiert, was man hier machen soll. Also hier steht, dass man hier nicht knipsen soll. Großartig, dass es so abfällt anscheinend. Das ist hier nach vorne, also Front zeigen soll, welchen Gießrahmen wir nehmen sollen. B1 Teil 5. Das habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Das blende ich nochmal kurz rein. Wir haben hier an den Gießästen ist so ein Benzel mit dran gebaut. Ja, also hier ist ein B1 und dann müsste man sich das Teil dann raussuchen. Soweit, so gut. Also das erklärt sich von selbst, die Anleitung hier. Und ja, anhand der Symbolik würde ich sagen, es ist zum Clipsen. Es ist von den Bauschritten her einfach gehalten. Und wir haben hier Möglichkeiten. Ne? Also hier Muster 1 oder Muster, also Muster A oder Muster B kann man denn wählen. Also Pattern A ist für Luke's X-Wing Red 5. Pattern B ist für andere X-Wings. Da muss man gucken, was damit gemeint ist. Hier zum Beispiel den Astromech, ne? Also hier Rot 5 und für einen anderen. Naja, soweit so gut. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, die Positionierung des Modells, ne? Also mit geschlossenem Fahrwerk, halt im Flug mit geöffneten X-Flügeln oder geschlossenen X-Flügeln oder mit geschlossenen X-Flügeln und den Fahrwuchskomponenten und dann natürlich dementsprechend auch die geöffneten Klappen. Ja, und hier eben angesprochen die Todessternbase mit den Proton-Torpedos. Ja. Und dann haben wir hier auf der Rückseite halt noch, wo ich eben schon das ein bisschen angeschnitten hatte, so ein Bemalschema, wie sowas auszusehen hat. Und durchnummeriert, wo welche Decals bzw. Aufkleber zu sitzen haben. Ja, das war's zu der Anleitung. Das Falten dieser Anleitung ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist machbar. Gut. Ja, so viel dazu. Ich muss sagen, das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, das gefällt mir sehr gut. Und zum Fazit komme ich gleich nochmal wieder. Ja. Ich muss sagen, wir haben hier ein Top-Modell von Bandai und der Preis von 29,99 regulär laut Liste ist auch fair. Dieses Modell ist für Anfänger sowie für Fortgeschrittene geeignet. Der Anfänger, der klippt es halt zusammen, ohne zu kleben und zu bemalen. Der Fortgeschrittene macht es halt mit Alterung und Bemalung und etc. pp. Und wer dem Ganzen noch eine Schippe draufsetzt, baut dann noch Beleuchtung mit rein. Das bietet sich ja gerade bei Science-Fiction-Modellen immer sehr an, die ganze Geschichte zu beleuchten, um denen ein anderes Flair noch zu verpassen. Ja, soweit es geht. Also würde ich hier eine Kaufempfehlung geben wollen würden, dann würde ich sagen, ja, ist es definitiv. Also die Star Wars-Modelle, die jetzt am Markt sind, wir haben von Revell diese Pocket-Kits oder diese kleinen, wo es einen X-Wing im Maßstab 1 zu 100 irgendwas gibt. Der ist besser.
Ist natürlich auch teurer. Dann haben wir von der Firma Fine Molds gab es auch mal einen X-Wing in 1,72. Der ist noch eine Spur teurer. Der kam so um die 50 Euro. Von daher, der ist super vom Preis-Leistung her. Und ich habe auch schon selber ein paar Bandai-Modelle gebaut. Und sie machen Spaß und es ist einfach toll, die zusammenzusetzen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.